schön. Herzlichen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu HR bei TM3. Liebe Zuschauer, Ihnen wird wieder heute das Wasser im Mund zusammenlaufen. Wenn Sie es zu Hause nachkochen, da wird ja auch meist was draus. Bei meinen Gästen habe ich immer so meine Zweifel. Wir hoffen, dass heute mal nichts passiert. Begrüßen Sie mit mir. Hier sind Gila und Daniel aus Osnabrück. Hallo Gila. Hallo. Daniel. Hallo. Ihr kommt aus Osnabrück. Ja. Du studierst Pharmazie. Ja. In Marburg. Was machst du da genau? Also, kochen. Also, kochen? Ja, auch. Nicht mehr so gut. Ja. Ne. Und da hast du zu Hause dann keine Lust mehr an irgendwas zusammen zu putzen? Genau, das oder so, ne? Vertreibt mir den, ja, die Lust. Daniel, du bist Erzieher, kannst also mit Kindern, schätze ich mal, ganz gut umgehen. Ja. Und du hast uns vor der Sendung einiges über die Gila verraten. Wir schauen mal eben rein. Also Gila ist eine Person, wenn sie das Wort Kochen hört, dann ist sie auf einmal nicht mehr aufzufinden. Und heute hoffe ich, dass sie ihre Abneigung gegen das Kochen ablegen kann und noch etwas dazulernt. Ja. Da machst du immer ganz schnell die Düse, wenn das Wort fällt. Da. Vorsicht, dein Hut, der rutscht dir gleich der runter. Sitzt ja? Nicht ganz der sitzt fest. Nicht ganz. Warte mal, den ziehen wir mal ein bisschen nach vorne hier so. Hauptsache, ich höre noch und nee, sieht noch. Aber nett aus. Ja? Pass gut auf den Hut auf und wir begrüßen jetzt eure Mitstreiter. Mhm. Das sind heute Bastel und Petra aus Dresden. Hallo. Mit deinem Namen hatte ich gerade leichte Probleme. Du heißt eigentlich Sebastian. Ja. Wie kommst du auf Bastel? Ich bin nicht Kindername? Ich bin da nicht drauf gekommen. Du bist da nicht, das machen immer andere. Eher von deinen Kollegen so. Ja. Ihr wohnt beide in einer WG, also nicht zusammen. Seid gute Freunde. Petra, du hast uns vor der Sendung so ein bisschen was über den Bastel verraten. Da schauen wir mal eben rein. Der Bastel, der hat mich zum Candlelight-Dinner eingeladen und hat sich auch tierisch viel Mühe gegeben, hat aber leider nur noch Holzkohle aus dem Grill geholt. Und deswegen hoffe ich, dass der Björn bei ihm heute so viel Interesse weckt, dass er mir das nächste Mal anständiges Essen serviert. Hast du denn schon mal darüber nachgedacht, dir einen gescheiten Ofen zu kaufen? Nee, also ich will das echt mal dann hinkriegen. Ist das so kultig, dieses Ding schon? Ja, nee, ich will mich da auch selbst. Du willst das Timing einfach mal drauf. Ich will das irgendwann mal hinkriegen. Gut, Petra, setz dich schon mal auf deinen Platz, Daniel, du auch. Und ihr kommt schon mal mit mir zur Mitte hier. Ich habe nämlich heute wieder was Leckeres vorbereitet. Ihr seht schon, da so ein Maschinchen aufgebaut. Eine Ahnung, was das ist? Keine Ahnung. Keine Ahnung, gut. Ich weiß auch nicht, wie ich es bedienen soll. Ja, gut. Erkläre ich euch gleich. Wir haben nämlich heute selbst gemacht unsere schwarzen Tortellinis mit Lackspieß. Ja, bleibt ruhig hier. Ja. Dazu haben wir noch einen leckeren Kurkuma-Schaum. Keine Ahnung, meine Kandidaten, was wir heute hier machen. Ja. Und es wird bestimmt super lustig. Wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder. Bis gleich. Ein Wahnsinn. Plötzlich ging die Maschine kaputt, total verkalkt. Ich konnte die ganze Wäsche zu meiner Schwiegermutter schaffen. Bloß wegen dem falschen Wasserentherter. Nur Calgon bietet den besten Waschmaschinenschutz. Auch hier vor. Calgon-Tabs. Die werden so schnell wirksam, dass Kalk erst gar nicht entsteht. Deshalb ist Calgon der einzige Wasserentherter, den führende Hersteller empfehlen. Nee, nee, Bobby, das gibt's später. Komm her zu mir. Bobby. Hey, Bobby. Ah, da bist du wieder. Bobby? Nee, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Und wieder stehle ich fröhlich. Hallo, guten Tag. Testen Sie jetzt gratis diese schmackhafte Suppe. Rufen Sie gleich an und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Testpaket. Kostenlos und völlig unverbindlich. Unglaublich lecker, dabei praktisch fettfrei und kalorienarm. Und für alle, die auf Ihre Gesundheit... Erkläre ich euch gleich. Wir haben nämlich heute selbst gemacht unsere schwarzen Tortellinis mit Lackspieß. Ja, bleibt ruhig hier. Ja. Dazu haben wir noch einen leckeren Kurkuma-Schaum. Keine Ahnung, meine Kandidaten, was wir heute hier machen. Ja, und es wird bestimmt super lustig. Wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder. Bis gleich. Ein Wahnsinn. Plötzlich ging die Maschine kaputt, total verkalkt. Ich konnte die ganze Wäsche zu meiner Schwiegermutter schaffen. Bloß wegen dem falschen Wasserentherter. Nur Calgon bietet den besten Waschmaschinenschutz. Auch hier vor. Calgon-Tabs. Die werden so schnell wirksam, dass Kalk erst gar nicht entsteht. Deshalb ist Calgon der einzige Wasserentherter, den führende Hersteller empfehlen. Nee, nee, Bobby, das gibt's später.
Komm her zu mir. Bobby. Hey, Bobby. Ah, da bist du wieder. Bobby? Nee, ne? Das glaube ich jetzt nicht. Und wieder stehle ich frohlich. Hallo, guten Tag. Testen Sie jetzt gratis diese schmackhafte Suppe. Rufen Sie gleich an und Sie erhalten umgehend Ihr persönliches Testpaket. Kostenlos und völlig unverbindlich. Unglaublich lecker, dabei praktisch fettfrei und kalorienarm. Und für alle, die auf Ihre Gesundheit Wert legen, 100% cholesterinfrei. Gratis Testpaket jetzt bei Dr. Hall anfordern. 0180 56 56 500. Gratis Testpaket jetzt bei Dr. Hall anfordern. So, und damit wir alle gesund bleiben, hat Mami was super Tolles gegen Bakterien. An Mülleimer. Keine mehr da. Jetzt im Badezimmer. An Klo. Papi Sporttasche auch. Gegen Viren und Bakterien wirkt zuverlässig Sakrotan Spray. Sicherer Schutz vom Experten für Hygiene. Sakrotan, Hygiene zum Wohlfühlen. Und für unterwegs die Tücher von Sakrotan. Werte Kollegen, Patienten mit Hüftproblemen wie Hüftdysplasie... Kriege ich auch eins. Was war das Letzte? Der Schenkelhalswirbel... Also, du bist gemein. Du hast gesagt, es war das Letzte und das war's gar nicht. Du hast gelogen. Katjes, kein Kinderkram. Hab ich nicht. Es war das Letzte. Sehen Sie James Garner in einem Film der leisen Töne. Du darfst dich doch nicht schuldig fühlen, weil du noch lebst. Ein Film über Hoffnung, Freundschaft und die große Liebe. Purple Heart, die Stunde des Siegers. Am Samstag um 20.15 Uhr, nur bei TM3. So, hier geht's gleich richtig rund. Du hast hier gerade in der Werbepause erstmal von mir den Herd erklären lassen. Sie hat also überhaupt keine Ahnung, ja? Nee. Ja. Also, verstehe ich nicht. Habt ihr zu Hause keinen Herd? Oder? Ich koche nicht so oft, ne? Ach so. Ah, stimmt, ja. Du kommst wenigstens immer. Genau. Bei dir, aber du kommst hier mit klar, ne? Ich denke schon. Ja? Tja. Ist wie bei der Stereoanlage, laut und leise, ne? Mhm. Heiß und kalt, ja. Gut, wir fangen jetzt mal an hier. Und ich gebe euch erstmal den Nudelteig aus dem Kühlschrank. Den habe ich euch nämlich schon vorgemacht. Schön. Ja. So nett war ich heute. Und zwar haben wir den gefärbt mit Sepia-Tinte. So. Sieht gut aus, ne, Gila? Fühlt sich bestimmt auch gut an. Fühlt sich auch gut an. Dann drehen wir gleich. Ich teile den mal in drei Teile hier. Hat was von Suralin, ne? Hat was von? Suralin oder Knetmasse, so. Knetmasse, ja, so ungefähr. Ist nur halt essbar. So, hier für dich auch ein Stück. So ein bisschen erstmal flach drücken mit der Hand. Ja. Und dann drehen wir den gleich durch unsere Nudelmaschine. Hier vorne haben wir Mehl zum Ausrollen. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Der Daniel, ich glaube, der wird sich heute zu Tode freuen hier. Backen kann ich auch nicht. Das kann ich eigentlich. So, ein bisschen Mehl drauf. Einmehlen, ganz leicht aber nur. Und dann räumen wir den gleich schön dünn aus. Das ist ja anstrengend. Was, bei dir ist die Motivation schon irgendwie größer, ne? Zum ja, Kochen, oder? Auf jeden Fall. Also, ich. Ich freue mich jetzt schon. Petra guckt zwar skeptisch, hier. Aber. Nee, Quatsch. Gut, wir fangen jetzt mal an zu drehen hier. Und zwar fangen wir erstmal ganz grob an auf 10. Ihr habt da so ein Rädchen dran, ja? Hier. Ne? Auf 10 fangen wir erstmal an. Okay. Also ganz grob erstmal durchrollen. Und dann müssen wir mit jedem Schritt immer feiner werden. Wo muss das durch? Genau, da. Einfach kurbeln hier. Das ist die 10, richtig? Genau, das ist die 10. Gut. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich würde mit der Hand den Teig halten und hier drehen. Zwischendurch andersrum, mal ein bisschen andersrum. Mehlen irgendwie? Nee, brauchst du nicht. Nee. Sobald der zu klebrig wird, immer mal wieder ein bisschen nachmehlen. Okay. Und dann immer so zwei Stufen kleiner werden gleich in jedem Arbeitsgang. Dass wir hinterher eine schöne, lange Spaß. Teigplatte haben. Ja. Bis jetzt macht es meinen Kandidaten hier noch Spaß. Hat es eigentlich schon mal gegeben, dass die Leute weggerannt sind? Weggerannt sind? Nee, das hat es noch nicht gegeben. Ja. Das wird ja immer länger. Vielleicht bei der Gila heute. Aber wir haben hier alle Türen verrammelt. Ich will weg. Bei mir kommt keiner das raus. Was, ja, das ist Bitumen. Was ist das? Ja, hat was von dem Teerlappen. Teerlappen, ja. Habt ihr mal dran gerochen? Ja. Es riecht so ein bisschen nach dieser Sepia-Tinte. Ganz eigenartigen Geruch. Was ist das eigentlich? Das ist aus den Tintenfischen, diese Tinte, die da rausgehackt wird. Ne? Da braucht man auch nur ein paar Tropfen von, um so einen Teig zu färben.
Dann schneiden wir da erstmal ein paar Quadrate raus. Und was müssen wir jetzt noch machen für die Tortellinis? Das sind ja noch keine Tortellinis jetzt, ne? Gila? Irgendwas füllen? Na, genau, die Füllung. Kleiner Applaus hier. Sie gibt sich Mühe. Ich versuch's ja. Ja. Was machst du denn da eigentlich? So, ich habe jetzt hier 2 Quadrate geschnitten. Ach, so groß? Ja, ups. Genau. So groß ungefähr. So solltest du auch machen. Gut. Jetzt machen wir unsere Tortellinis fertig. Und zwar müssen wir unsere Füllung machen. Da machen wir halt mal was ganz Witziges mit Salami und Mascarpone. Erstmal den Mixerbecher von unten holen. So. Mixerbecher. Genau. Genau. Mit sowas kann ich gar nicht umgehen. Ja, das sehen wir gleich. Okay. Ja. Also so, du auch, komm. Du auch den Mixbecher jetzt hoch. Salami rein. Schrecklich. 2 Esslöffel Mascarpone und ein Eigelb. Dann müssen wir ein Ei trennen. Salami, ja? Hat die Gila bestimmt noch nie gemacht. Nee. Gut. So, etwas Mascarpone mit rein. Was ist denn Mascarpone? Das weiß Mascarpone ist ein italienischer Frischkäse. Ja, das weiß ich wohl, aber ich wusste jetzt nicht genau, wo das steht. Ja. Sehe ich den das Ding da. Genau, das Ding da ist das. Petra, ach, alles die klar? Ganze Salami. Ja, du guckst hier so skeptisch. Ich brauche noch einen Löffel. Na gut. So, Mascarpone? Genau, das ist die Mascarpone. Da rein. Mascarpone. Du machst das schon alles ganz toll. So, dann natürlich würzen. Salz, Pfeffer. Habt ihr auch da die Mühlen stehen? Rot und grün. Also schon richtig alles rein, ne? Nee, 2 Esslöffel. Ja. Esslöffel? Genau. Das war die falsche. Dann müssen wir unser Ei trennen hier. Ne? Ist die was? Ob die scharf ist. Ob die scharf ist? Was? Die Salami. Die Gila oder was? Wer, immer was scharf. Ist jetzt mit scharf hier? Ja? Ich möchte es ja nicht immer würzen. Ja. Ach so, alles klar. Oh, weia hier. Okay. So, wie war die Reihenfolge jetzt? Ich glaube, die stellen sich heute wirklich hier ein bisschen ungeschickt an, extra, absichtlich, damit sie zu Hause nie wieder kochen brauchen. Ja? So, also eben 2 Glasschüsseln nehmen, ein Ei trennen erstmal. Ah. So, das Eigelb, nee, das können wir gleich in den Mixer reinmachen. Das Eigelb gleich in den Mixer. So, komm, gib jetzt mal ein bisschen Stoff hier. Ja. Wo ist denn dein zweites Ei? Hier. Ach so, ein Ei, Moment, das Eigelb hier rein, ne? Ja. Ja, alles klar. Wie machen Gila, du auch, das Eigelb hier rein, ne? Ja. Eins, komm. Eins. Ich glaube, wir werden heute nie fertig hier. Dann mixen wir das Ganze. Zack. So, genau, Eigelb da rein. Etwas Paniermehl noch dazu. Jetzt wird's hektisch hier, ne? So, etwas Paniermehl dazu. Ja. Halt! Das ist Mehl, ja? Was für Mehl? Nein, das gibt's gar nicht. Daniel, wen hast du mir hier mitgebracht? Ha? Das kann nicht sein, das ist nicht dein Ernst, ne? Ich muss dir erstmal die Finger abputzen. Ja, du musst dir erstmal die Finger abputzen. Da sind Tücher. Was? Okay. So, Mixer jetzt hoch. Es läuft, ne? Genau, Petra. Feuer den Mann, das ist leider der falsche Mixer. Versuch's mal damit, ja? Alles da, alles da. So, okay, jetzt kommt. So, da haben wir jetzt eine leckere Füllung gemacht hier. So. Leider müsst ihr noch ein Ei trennen. Wie viel kommt hier von den Senderpolen rein? So die Hälfte. Hälfte ungefähr. Ja, genau. Ja. Fehlt dir dann jetzt noch was? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Sieht das gut aus? Nee, sieht nicht so gut aus. Sag ich mal. Gleich ein bisschen länger mixen. Genau, mix noch mal ein bisschen, dann wird er schon gleich. So, jetzt kommt noch ein Ei trennen eben. Das Eigelb brauchen wir gleich zum Verschließen für unsere selbstgemachten Tortellinis hier. Einmal einen Pinsel. Das ist ja ein Spaß. Ey, das habe ich noch nie gemacht, Mensch. Was? Also dafür läuft es schon ganz gut. Ja, doch. Er braucht schon wieder einen Applaus, glaube ich, hier. Ja. Möchtest du gleich auch mal einen? Aber ich glaube, du hast den noch nicht verdient, ne? Nee. Ich hab den mir so noch. Genau, wenn ich sehe, wie du dein Ei trennst, da halt! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte so, mal, jetzt geht's aber. Jetzt machen wir es mal richtig umständlich hier. So, da das Ei rein. Wegschmeißen. Wusste doch, dass ich das kann. Und jetzt schön, wo habe ich jetzt meinen Pinsel gelassen? Moment. Ich glaube, ich bin gerade selber ein bisschen irritiert. Okay. So, die Ränder jetzt einstreichen hier mit der Eimasse und dann füllen langsam. Wir müssen nämlich jetzt auch sehen, dass der Fisch gleich in die Pfanne kommt. Sonst müssen unsere Testesser leider rohen Fisch essen heute. Ich kann es nicht ändern. Ja. So, also die Ränder einstreichen. Füllung
Mit dem Esslöffel eben drauf machen. Kleine Häufchen. Tolle Kombination, heute wieder Fisch und Fleisch auf einem Teller. So, ihr seid so leise da. Was ist mit euch los? Konzentriert sich. So, dann klappen wir das Ganze, verschließen die, dass wir hinterher erstmal ein Dreieck haben. Könnt ihr das sehen hier? Mhm. Ich lasse mal meine Maschine verschwinden. So, hupsa. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher, ob das hier im Mixer noch essbar ist. Ja, warum soll das nicht essbar sein? Sollen wir auf zu mixen jetzt und füllen mal langsam, ne? Okay. So sollen die erstmal aussehen hier. Dreiecke übereinander geschlagen. Ich würde vielleicht noch ein bisschen mehr reinfüllen. Ja? Ich bin ja noch nicht fertig. Also. Nee, ich sag, das Was? War jetzt ironisch gemeint. Ne? Ach so. Also, ach so, okay. Ja. Ich sehe mich anders aus. Absolute Kochchaoten hier heute wieder bei. Echt scharf. Gut, das ist voll Fleisch holen. Jetzt müssen wir die. Wenn okay, da noch ein bisschen gut. Einpinnen zum Verschließen hier. Ich wollte großes Tortellinis machen. Ich mache mein erstes Mal fertig, so dass die beiden das gar nicht mitkriegen hier. Wie die Pelmenis. Das Wasser vorne jetzt mal ein bisschen hochschalten, dass das kocht gleich links, das Wasser auf dem Herd. Wasser. Bastel, vielleicht das Wasser eben, Sieben. Wenn ich dich da gerade stören darf, das Wasser eben hochschalten, weil da müssen wir gleich unsere Tortellinis reinwerfen. Das ist jetzt hier auf der 7 oder so? Ja, schalt das einfach auf 9. Alles klar. So, und die Tortellinis jetzt fertig machen. Bei dir brennt immer alles an zu Hause, ne? Genau. Dann gucken wir mal, wie der Fisch gleich aussieht. Du musst jetzt leider mit Fisch arbeiten, ne? Ja, das verlegt mich auch schon jetzt. Ja. Ist aber kein Kopf Eine mehr dran. Erfahrung. Und zwar schneiden wir uns ein Lachsfilet hier ab von diesem Steak. Häuten das. Ja. Ah, ihr habt die Tortellinis noch gar nicht fertig, ne? Ja, du machst ein Tempo hier. Das ist gar nicht. Ich bin Ästhet. Ja, du bist eher so ein Lebenskünstler, ne? Immer schön jetzt gehen die locker Dinger drauf nicht hier. Lassen. Du studierst ja eigentlich, möchtest aber jetzt demnächst nicht mehr studieren, sondern fotografieren. Mhm, was schon. Fotografierst du denn die ganze Zeit? Deine Bekannte Tortellinis? Petra? Oder wen? Nee, ha? Also Personen am liebsten. Menschen. Personen am liebsten. Menschen, ja. Ungestellt. Nackt? Auch. Auch, ja. Gut. Hier, jetzt den Fisch filieren. So. Unseren leckeren Lachs. Das sind Haufen Kreuz. Dann müssen wir noch mit dieser Pinzette hier, das ist extra eine Gerätenpinzette, die Geräten rausziehen. Oh Gott, ihr wird schon ganz schlecht hier. Verstehe ich gar nicht. Was ist los? So, jetzt pass auf. Pack erstmal den Lachs hier auf dein Brett. Jo. Zack, den anfassen. Anfassen? Ja. Ach komm, ich stell dich nicht so an hier. Ja? Ich hasse Fisch. So, jetzt hier einmal schneiden. Jo. Vielleicht nicht den Knochen mitschneiden. So, da lang schneiden. Ich stelle schon mal eine Garnele hier. Konfrontationstherapie. So. Dann unten die Haut wegschneiden. Kommst du klar? Ich komme klar, so weit. Ja, ja, das geht schon. Das piekst ganz schön, will ich mal so sagen. Was macht das? Das piekst. Das piekst. Na, ja, da sind halt noch Gräten drin, die ziehen wir gleich raus. So, komm, jetzt schneiden. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ist das eine Entschuldigung? Nicht reißen, jetzt schneiden hier. Pass auf. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht mit dem Messer umgehen. Wahnsinn hier. Ja. So, jetzt schneidest du noch einmal das hier weg, so runter und dann die Haut weg. Schneiden. Komm, gib ein bisschen Gas jetzt. Dann müssen wir unser Gamba noch schälen, unsere Garnele. So, das war noch mit. Nur die Kräten. Schale komplett weg und dann müssen wir die noch, jetzt achte ich mal auf die Reaktion, die entdarmen. Ja, die Garnelen. Medizin ist nicht schlecht. Okay. So. So, dann müssen wir noch eben den Darm rausholen. Ich spüle die dann gleich mal ab. So. Häuten mit dem Messer. Häuten. Papier. So, komm. Fertig jetzt, dann müsst ihr jetzt die Garnele schälen. Das schaffe ich nicht. Wie, das schaffst du nicht? Das schaffe ich nicht. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Ich weiß nicht, kapitulier. Dann schneid einfach so jetzt. Warte mal, ist da ein Messerfleisch stumpf? Nee. Hier, so einmal. Ich will dir jetzt nicht zu viel helfen, sonst beschwert sich der Basti hier gleich. Ist okay. Du schneidest jetzt einmal schnell eben die Haut ab. So schwer kann das nicht sein. Ich kann Wenn du das schaffst, kriegst du auch einen Applaus. Aua. Schon geschnitten? Fast. So, komm, jetzt schneid bitte die Haut ab. Tu mir den Gefallen. Das ist echt schwer. Ja, das Ganze dann würzen. Die Pfanne hinten. Okay. Guck mal hochdrehen. Ja, ja. Komm, ich mach das bei euch schon. Bisschen Endspurt jetzt hier. So, ich drehe bei euch schon mal die Pfannen hoch. Mm. Tortellinis können wir auch schon mal reintun. Ins kochende Wasser. So, alles schön würzen. Jetzt will ich nur noch schnelle Finger sehen hier.
So, ich glaube, sie hat es einigermaßen geschafft. Ja. So. Was soll noch, was so, jetzt kommt ganz schnell schälen das Ding hier. Was ist das? Pull da nicht mehr so viel dran rum, okay. Du machst nur noch alles kaputt. So, ganz schnell schälen jetzt eben. Schälen. Genau, schälen, pellen. Dass du nur das Fleisch in der Hand hast. In den Topf hier vorne, das klappt ja jetzt parallel, ne? Machen wir schon mal etwas Weißwein, Fischfond rein. So, das lassen wir ein bisschen einreduzieren. Den schalten wir auch auf 9, etwas Sahne. Kurkuma, Hauptbestandteil im Curry, das macht die Soße schön gelb. Und etwas Meerrettich. Ja, ich glaube, ihr kriegt jetzt gar nichts mehr mit. Ich koche jetzt hier für mich alleine. Bitte? Wo, was ist jetzt so, Fleisch? Was ist mach das ab jetzt hier. Das ist die Schale. Das ist das Fleisch. So, jetzt nimmst du eben hier den Darm raus. So, nee, das schaffst du gar nicht. Komm her. Spül das ab da. Ja. Spül das ab da. Oh Gott, so. Auf 9. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfe. Erstmal immer mit dem Wasser hier ablöschen. Und dem Fisch fangen. Und oh Gott, was ist denn bei dir? Oh. Hilfe. Hast du dir die falsche Platte oben? Kannst so, ein bisschen Sahne rein, Kurkuma, Meerrettich. Ich darf nicht essen, muss ich. Nur die Hälfte, ja? So. Und schön auf 9 schalten. So, so das Ganze jetzt? Klappen wir jetzt mit der Garnele ineinander. So. Spieß durch und braten das jetzt sofort. Ja. Oh Gott. Tja, ich hab's, glaube ich, vorhin schon gesagt, Sie zu Hause stellen sich mal so geschickt an. Sind ja auch immer meist tolle Rezepte, werden leider nur immer ein bisschen verfälscht. Aber Sie können natürlich unseren Faxabruf anfordern oder klicken Sie uns an im Internet echt-scharf.de. Wir müssen jetzt unseren Lachs braten hier. Wir haben Olivenöl in die Grillpfanne rein ein bisschen. Pfanne haben wir schon heiß gemacht. Und zack rein. So, Tortellinis können wir auch schon mal wieder ein bisschen runterziehen, dass sie nicht zu lange kochen. So, was war jetzt mit den Dingern da? So, Tortellini sollten jetzt langsam rein. Jo. So, in dieses etwas hier kannst du schon mal einen Spieß reinmachen. Wo sind deine Spieße? Genau. Hast du es gewürzt? So. Nö, ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, ob da noch Kreten sind. Das ist das egal. Oh, bitte nicht mehr da drin rumfummeln. Ja. So, stech den einfach da rein. Ich bin richtig zappelig hier, echt. So, ihr wollt mal zusammenziehen, Daniel? Lock. Herzliche Gratulation dann. Ja. Ich glaube, ich bin der Koch. Daisy ist ja sehr nett, wirklich. Aber hier, ich meine, heute geht es ja nur ums Kochen. Hört ihr es, es brutzelt. Ich glaube, den Rest kann ich auch besser. Ja, das glaube ich dir. Ich glaube, sonst wärst du nicht lebensfähig. Nee? So, komm, ab in die Grillpfanne hier rein. So, bei dir läuft alles, ne? Bei mir? Du bist hier der Soßengott heute. Ja? So, die ein bisschen runterziehen. Lass gleich mal drehen. So, Vorsicht, dass nichts verbrennt, ne? Die Soße, die mixen wir jetzt noch mal kurz hier. Die schäumen wir auf. Dafür nehmen wir den Mixer noch mal und setzen diesen Pürierstab da drauf, ja? Kurz abmachen hier. Die beiden Knöpfe drücken. Zack. Upsa. So, Pürierstab drauf und die Soße schäumen wir jetzt mal auf. Jo. Ach, du hast dann schon runtergeschmissen, ne? Ja, ja. Gut. Das ist so, das Ganze schön aufschäumen hier. Ich glaube, die Soße existiert bei mir noch nicht. Oh Gott. Oh Gott. Komm her. Ah, Hossa, bei dir. Oh. Hilfe. Komm her. Jetzt die Sahne rein. Alles klar. Ja. Jo. Ist ja eigentlich nur alles zusammenschütten, kannst ja gar nichts verkehrt machen. Deshalb helfe ich dir jetzt hier. Ja, ich hatte die Reihenfolge. Komm, den noch schnell rein. Und gleich den Pürierstab reinhalten. Liebe Zuschauer, chaotisch heute hier. Ich weiß nicht mehr, was ich noch machen soll. Dein Fisch, der verbrennt auch gleich. Wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder mit unseren fertigen Tellern. Bis gleich. Es ist unfair. Männer können Falten haben, Frauen nicht. Das ist unfair. Wrinkles. Millionen Frauen weltweit vertrauen auf einen Wirkstoff gegen Falten. Hauteigenes Kutzin von Nivea Visage. Pack Nivea Visage. It works. Q10. Arigato. Und was nehmen Sie? Das kann doch echt nicht angehen, dass ich hier diesen Klarspüler ständig nachgießen muss. Da habe ich echt keine Lust zu. Vielmehr interessiert mich ja der nette junge Typ von nebenan. Aber was mache ich? Gläser nachpolieren. Lieber gleich. Calgonit Powerball. 2-in-1 Tabs mit integriertem Klarspüler. Die einzigen 2-in-1 Tabs, mit denen immer alles strahlend glänzt. Das nenne ich Glanz. Und jetzt kann ich auch die Sache mit meinem Nachbarn angehen. Ne? Calgonit Powerball 2-in-1 Tabs. Glanz nah am Diamant. Do,
Solange Ihr Haar gesund ist, können Sie einfach jeden Look ausprobieren, der Ihnen Spaß macht. Die Provi-Formeln im Pantene-Shampoo, Pflegebalsam und Spray für gesunden Halt wurden entwickelt, um Ihrem Haar zusammen besseren Schutz gegen brüchiges Haar zu geben. So macht Ihr Haar jeden Look mit, den Sie wollen. Pantene. Gesunde Haare sind der Anfang. Have some fun. Komm, lass dich verführen. Genieße die Frische, den Geschmack, das Praktische, das Gute von Hochland Sandwichscheiben. Hochland Sandwichscheiben, unwiderstehlicher Geschmack im cleveren Pack. Öffnen Sie Ihren Geist und entdecken Sie ein neues Lebensgefühl mit Airwick Crystal Air. Eine konzentrierte Komposition natürlicher Düfte, eingefasst in echtes Glas. Die neue Harmonie aus Duft und Design. Airwick Crystal Air lässt Ihr Zuhause in neuem Duft erscheinen, bis zu 4 Wochen lang. Neu, Airwick Crystal Air. Airwick, Düfte, die Ihr Leben verändern. Lust auf die coolsten Singles und die heißesten Flirts dieses Sommers. In der verrücktesten Single-Show im deutschen Fernsehen. Komm ich durch den Fernsehen? Präsentiert von Dorcas Kiefer und Matthias Wolk. So heiß wie der Sommer. Single 2000. Einfach zum Verlieben. Montag bis Freitag, 19 Uhr bei TM3. Die wohl abgedrehteste Rateshow im deutschen Fernsehen. Jeopardy mit Gary Danks als Spielmacher. Gleich bei TM3. Die lustigen Teller meiner lustigen Kandidaten hier. Ja. Ihr müsst das jetzt probieren auf jeden Fall. Ihr setzt euch schon mal die Augenbinden auf. Ich fütter euch jetzt nämlich gleich. So, ihr seid natürlich schön ruhig da im Hintergrund. Ich drehe jetzt mal den Teller hier und fange mit dem Daniel an. Daniel, Hunger? Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. So. Bin gespannt. Appetit. So, Daniel, ich fange jetzt mal an. Ich muss mal natürlich hier alles erwischen. Soße. Nein, der Fisch war frisch, da kann sie nichts mit angestellt haben, oder? Ja. So, Daniel. 3 für dich jetzt. So, eine leckere Lachs noch dazu. Ein bisschen Soße. So, Peter, ich habe die Hand runter, kann nichts passieren, ne, wenn das mal tropft. Ja, alles klar. Serviette ist hier, Serviette. Ja. Was ist da drin? Eine Grete? Oh, upsa. Nicht verschlucken, hier ist auch noch für dich eine Serviette. Ja. Daniel, der Nächste. Die reden schon gar nicht mehr mit mir. Ja. Vergifte mich nicht. Und voll, Mund voll schlucken. Guten Appetit. So. Oh Gott. Daniel, upsa. Ah, warte mal, da ist zu wenig Fisch drauf hier. Muss noch mal schneiden. Vorsicht, ich sehe schon eine Grete, Daniel. Vorsichtig kauen. Ja, ich glaub, ich bin der Einzige, der die gezogen hat heute. Habt ihr die Greten gar nicht gezogen? Ausspucken, die alle drin gelassen. Ich habe da vorhin diese. Das ist eine Grete immer ein bisschen schwierig. Ich habe da vorhin. Ja, ich habe euch da vorhin diese ultimative Gretenzange vorgestellt. Ja. So. Habe ich gar nicht benutzt. Okay, das war's. Ihr könnt die Augen mit abnehmen. Daniel, ich bin jetzt ganz gespannt hier, welchen Teller du leckerer fandest. Ich würde sagen. Den ersten oder den zweiten? Zweiten Teller. Den zweiten Teller, warum? Der war irgendwie würziger. Würziger? Mhm. Ja? Fand ich schon. Wie sieht's bei dir aus? Kann sein. Ja, den ersten Teller. Warum? Weil ich den würziger fand. Da war ein bisschen mehr. Also. Da war der Fischgeschmack noch. Also unterschiedliche Geschmäcker hier. Ihr habt euch auf jeden Fall für eure Partner entschieden. Und ich muss das jetzt selber probieren hier. So, ich bin gespannt. Guten Appetit. Das war keine Grete. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt hier. Eindeutig. Herzlichen Glückwunsch. Also,
Ihr könnt es gleich probieren. Ihr könnt es ja ruhig. Aber tut mir leid, der Teller hat nicht viel Geschmack. Ja? Aber du hast ganz toll mitgekommen. Ich freue mich wirklich riesig, dass du hier warst. Ne? Ja. Und demnächst ein bisschen mehr Motivation zu Hause. Klar. Erstmal nehmen dieses Fläschchen hier, spanischen Cover. Ne? Vielen Dank fürs Mitkommen. Ja? So, ihr beide, ihr habt natürlich ein Traumwochenende gewonnen. Oh ja. Ihr fahrt nach Bad Bayersoien ins Silence Park Hotel Bayersoien. Ein richtiges Verwöhnwochenende. Eines der Wohlfühlhotels mit dem Gütesiegel. Ihr könnt die Badelandschaft nutzen, habt recht ein kleines Wellnessprogramm, alles drum und dran. Das ist ein tolles, das ist eine tolle Reise, glaube ich. Ne? Für euch natürlich auch noch ein schönes Fläschchen Mont Marsal hier. Oh ja. Ja. Merci. Und liebe Zuschauer, wir sehen uns wieder morgen in der nächsten Sendung, 17:25 Uhr, natürlich wieder bei TM3. Bis morgen.